Chile ist in der Tat ein sehr interessantes Fallbeispiel. Ich habe Ihnen die zwei Protagonisten, die für sehr oder völlig konträre politische, soziale, gesellschaftliche Entwicklungsmodelle stehen, hier auf ein Foto gepresst, auf diese PowerPoint-Präsentation auch gegeben, nämlich Salvador Allende und Pinochet. Wie die meisten von Ihnen sicherlich wissen, fand 1973 ein Putsch unter General Pinochet gegen die rechtmäßig gewählte Regierung Allende statt. Eine Regierung, die sich einem friedlichen, einem demokratischen Weg hin zum Sozialismus verschrieben hatte. Chile ist ein konkreter Ort, allerdings, bitte das immer mitzudenken, für ein transnationales Projekt, also neoliberale Politik zu implementieren, ist ein transnational organisiertes Projekt. Und ich werde auch versuchen, in meinem Vortrag diese Verbindungen zwischen lokalen Kräften und transnationalen Kräften mit hineinzunehmen. Es ist ein Regime hier implementiert worden, gewaltsam, das eine Langzeitperspektive hat, das sozusagen auf Dauer gestellt werden wollte. Und das Regime und seine organischen Intellektuellen haben viel dafür gemacht, das zu tun. Ich konzentriere mich bei der Darstellung der Institutionalisierung dieses Militärregimes eben auf die politische, auf die demokratische, auf die institutionelle Ebene. Also Sie werden von mir heute nichts hören über die ökonomische oder soziale Transformation. Ich konzentriere mich, wie das auch das Thema dieser Tagung ist, eben auf die institutionell-politische Seite. Dieser Putsch ist, das war ein ganz ein beliebter Topos unter den Neoliberalen gerechtfertigt worden, dass eine autoritäre Gegenwehr gegen ein totalitäres Regime hier stattgefunden hat. Das hat Hayek, der ja schon auf dieser Konferenz erwähnt wurde, immer so gerechtfertigt, in Interviews auch öffentlich, weil für ihn oder für die Neoliberalen war das Allende-Regime ein totalitäres Regime, eben weil hier individuelle Freiheit und Marktgesetze ausgehebelt waren. Laut Hayek. Also wenn ein Kollektiv die individuelle Freiheit einengt, dann ist das für ihn die Wurzel von Totalitarismus, gegen das dann die autoritäre Gegenwehr gerechtfertigt ist, also legitim ist. Was erwartet Sie? Ich werde drei wesentliche Elemente der Institutionalisierung dieses Regimes herausgreifen. Unter dem Stichwort autoritärer Neoliberalismus, wie gesagt, seit dem Putsch bis zum demokratischen Übergang 89, am Beispiel der Verfassung. Der Vermarktlichung des Staates, ein bisschen ein holpriger Begriff für Marketization. Und letztlich drittens die Technifizierung der Politik, Stichwort Experten. Diktatur unter Anführungszeichen. Und dasselbe werde ich tun dann auch für die Phase nach dem demokratischen Übergang 1989, also das, was als demokratischer Neoliberalismus bekannt werden kann. Und ich werde Ihnen erzählen, wie diese drei wesentlichen Elemente der Pinochet-Diktatur auch unter demokratischen Verhältnissen sozusagen fortexistieren und zum Teil sogar noch verstärkt wurden. Beginnen wir mit der Verfassung. Sie sehen auf der einen Seite den Ideengeber Friedrich August Hayek. Die Verfassung Chiles ist nach einem Werk von Hayek benannt, die Verfassung der Freiheit. Er war auch selbst auf Einladung der Unternehmerverbände und Intellektuellen zweimal in Chile und hat sich auch mit Pinochet in der Verfassungsfrage akkordiert. Und auf der anderen Seite sehen Sie Jaime Guzmán, und das ist auch schon ein Hinweis darauf, dass hier sozusagen transnationale Diskurskoalitionen mit lokalen Kräften sehr gut interagiert haben. Also Jaime Guzmán ist ein wesentlicher Mensch in der Anti-Allende-Bewegung, ein Jurist, Erzreaktionär, der Führer einer Bewegung, die vor allem an den Universitäten gegen Allende mobil gemacht haben. Und der ist sozusagen der Designer oder der Autor der institutionellen Struktur der Pinochet. Diktatur. Seine Strömung, ich habe es hier auch notiert, heißt Gremialismo oder Gremialismus. Ich habe schon erwähnt, eine Denkströmung, die erstens reaktionär ist, zweitens sehr katholisch und ganz stark so eine berufsständische Ordnung im Blick hat, also dass sich die Bevölkerung in berufsständischen Organisationen repräsentiert. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, den eine chilenische Politikwissenschaftlerin schon aufgearbeitet hat, wie nämlich diese neoliberalen Denkelemente,
mit diesen lokalen, mit dieser lokalen Gremialismusströmung eine Synthese eingegangen sind. Und im Wesentlichen waren das die Formeln, die ich Ihnen auch auf diese Folie geschrieben habe, auf die sich die Neoliberalen und die Gremialisten, wo es ja Widersprüche im Denken gibt, einigen konnten. Und das ist zuallererst ein Freiheitsbegriff, der als wirtschaftliche Freiheit definiert wurde in der Verfassung. Also Freiheit ist vor allem die Freiheit der Dispositionsfreiheit am Markt. Und eben, dass Freiheit nur individuell gedacht wird und dass das voraussetzt, dass es keinen intervenierenden Staat gibt, also dass Freiheit negativ formuliert, wie es der Jürgen heute auch schon erwähnt hat, also Freiheit von einem Staat, der mich einschränkt. Zweiter Punkt, das Subsidiaritätsprinzip, auch recht interessant, weil das ja von Papst Pius kam, in den Anfang der 30er Jahre formuliert. Auch seine Formel, auf die sich beide Denkströmungen gleichermaßen einigen konnten, zu sagen, es soll einen subsidiären Staat geben. Ein interessantes Mergen, wo Katholizismus und dieses eher wissenschaftliche Denken der Neoliberalen, denen es eigentlich in erster Linie um ökonomische Fragen ging, zusammengeführt werden konnten. Und drittes Element, eine starke Präsidentialmacht. Wie gesagt, das Ziel war, diese Diktatur auf Dauer zu stellen. Und das ist, finde ich, ein sehr spannendes Moment, das der Jürgen ja auch in seiner Einleitung schon angesprochen hat, dass eine Diktatur sich institutionalisieren will über ein zu erwartendes Ende dieser Diktatur oder eines allfälligen Ablebens Pinochets hinaus. Also eine Diktatur schließt sozusagen unter Anführungszeichen einen Gesellschaftsvertrag mit der Bevölkerung. Sie haben diese Verfassung auch abstimmen lassen mit einem Plebiszit. Wenn Sie sich erinnern an die Folie von Bob Jessop, Plebiszit war bei den autoritären Regimen auf der rechten Spalte notiert. Also diese Verfassung ist sozusagen legitimiert durch einen Volksentscheid. Und der Konsens war sozusagen zwischen diesen beiden Strömungen erstens ein klarer Antikommunismus, Antietatismus und ein Schutz für Privateigentum und die kapitalistische Ordnung. Das war das gemeinsame Ziel. Und sozusagen was rausgekommen ist, ist dieses Verständnis von Demokratie, dass sie eingeschränkt werden muss, dieser Topos der geschützten Demokratie, wenn man diese Debatten nachliest, ist da ganz wichtig, geschützt wovon? Vor Parteieneinfluss, vor dem Einfluss von Mehrheiten. Also das war sozusagen dieses einigende ideologische Moment zwischen diesem Gremialismus und der österreichischen Schule, namentlich Hayek, die beide sozusagen die Ideengeber dieser chilenischen Verfassung der Freiheit sind. Mit einem wichtigen Unterschied, den möchte ich schon herausheben, diese Debatten sind alle spannend und sie sind nachzulesen, also diese chilenischen reaktionäre Neoliberalen haben diese Debatten verschriftlicht, haben ja auch Leute aus dieser transnationalen Community der Neoliberalen eingeladen nach Chile. Das haben Debattenzeitschriften gegründet, in denen auch die Verfassungsfrage diskutiert wurde. Und da ist dann nachzulesen, dass Jaime Guzmán immer einen entscheidenden Unterschied in Richtung Hayek klargemacht hat, nämlich, dass wir in einem Entwicklungsland leben und deshalb so etwas wie das Public Good vom Staat auch geschützt werden muss. Also dass auf einer Basisebene die Versorgung mit grundlegenden Gütern sichergestellt werden muss. Das zweite wichtige Element, wenn wir über Staat und Demokratie unter dem Militärregime reden, ist die Vermarktlichung des Staates. Daran sehen Sie schon, dass Neoliberalismus wahrscheinlich als Singular nicht viel taugt, sondern viel eher von Neoliberalismen zu sprechen ist. Also ich habe Hayek und die österreichische Schule erwähnt. Hier sehen Sie jetzt Protagonisten der Public-Choice-Theorie, der Virginia School. Hier kriegen Sie gerade vom schwedischen König den Nobelpreis, der, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, kein Nobelpreis ist, sondern von der schwedischen Reichsbank gestiftet wird. Also Buchanan und Tullock als die Vertreter dieser Theorieströmung, auch beide in Chile zu Gast und eingeladen zu Vorträgen. Und die haben ganz wesentlich mit ihren Theoremen die Vermarktlichung oder Marketization des Staates angeleiert. Okay, also ich fahre fort, ich knüpfe an Neoliberalismen in der Mehrzahl. Hier die Virginia School, die ganz maßgeblich mit ihren Theoremen diese Privatisierung oder Marketization des Staates
begleitet haben, theoretisiert haben, wie gesagt auch vor Ort waren. Worin besteht diese Marketization? Zuallererst aus der Privatisierung sämtlicher sozialer Sicherungssysteme, also Rentensystem, Gesundheitssystem, Sozialversicherung etc., der öffentlichen Dienste, also der Bereitstellung vormals staatlicherseits bereitgestellter Güter wie Energie, Wasserversorgung etc. und des Bildungssystems, auch ein ganz eine wichtige Maßnahme, wenn Sie an die gegenwärtigen Proteste denken, die sich ja genau gegen diese Art der Bildung und des Bildungsgesetzes jetzt richten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Flexibilisierung der Arbeit, also das Verbot von Tarifverhandlungen. Kollektives Bargaining war in der Diktatur nicht mehr möglich. Ganz wichtig damit, die Beziehungen zwischen Zivilgesellschaft und Staat neu zu ordnen. Also denken Sie das immer mit, wenn es um Privatisierung geht von diesen Leistungen, dass hier also sozusagen eine völlige Machtverschiebung und eine Neustrukturierung dieser Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit in Gang gesetzt wurden. Und da unten aus Ihrer Sicht links haben Sie den verantwortlichen Minister dafür, den Arbeitsminister José Piñera, den älteren Bruder des jetzt amtierenden Präsidenten, der sich auch selbst immer wieder zur Virginia School bekannt hat und nach seiner Demission als Minister, als Berater in Renten, Privatisierungsfragen in Osteuropa unterwegs war, im Board des Cato-Instituts in den USA sitzt etc. Also das war der zweite wichtige Schritt. Und als dritten möchte ich herausheben, die Technifizierung von Politik, die ja am Eröffnungsabend, aber heute auch schon oftmals Thema war. Ganz wichtig, wenn man sich die neoliberalen Beiträge zur Verfassungsreform anschaut und zur Staatsreform, dann wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Bevölkerung ja über keine ausreichende Informationsbasis verfügt, um anspruchsvolle, tiefgehende, weitreichende Entscheidungen zu treffen und dass das einzig und allein gut ausgebildete Experten können, dass diese Aufgabe den Experten zukommen soll, natürlich den eigenen Experten, und dass Entscheidungen auf, ich habe das jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, das sind alles Begriffe, die in der Debatte vorkommen, auf objektiver, neutraler, rationaler Ebene stattfinden sollen und effizient umgesetzt werden sollen. Und dafür kommen eben nur entsprechend ausgebildete Experten in Frage. Ich habe Ihnen, ich weiß, das gehört sich nicht, so viel Text auf eine Folie zu pressen, aber weil das Zitat einfach so wunderbar ist, das war da ein zweimaliger Wirtschaftsminister und natürlich auch in Chicago ausgebildet und Zentralbankpräsident, auch eine wichtige Schaltstelle der Macht während des Pinochet-Regimes und auch heute noch, der sozusagen das wunderbar meines Erachtens auf den Punkt gebracht hat, dass die neue, diese geschützte Demokratie, Protected Democracy, muss autoritär sein in dem Sinne, als die für die Stabilität des Systems grundlegenden Normen nicht dem politischen Prozess überantwortet werden. Klar, politischer Prozess heißt, es können sich Mehrheiten bilden, die sagen, nein, wollen wir so nicht. Sie muss unpersönlich sein, das war auch immer ein ganz zentrales Argument, unpersönlich, ja, impersonal, da die Normen für alle gleichermaßen gelten und am Markt gelten für alle dieselben Normen. Keine politische Intervention, Interessen etc. sollen, also parteigebundene oder klassenspezifische Interessen sollen draußen bleiben oder werden überhaupt negiert. Und libertär, weil das Prinzip der Subsidiarität, da haben wir es wieder, das Entscheidende ist, um für das Gemeinwohl zu sorgen. Sie muss technifiziert sein und das ist jetzt das Argument für die Experten-Diktatur sozusagen, weil das politische System nicht über technische Fragen entscheiden kann. Die Verantwortung muss der Technokratie übertragen werden, die logische Verfahrensweisen anwendet, um Probleme zu lösen und auch alternative Lösungen vorzuschlagen. Dass sozusagen die unterste Ebene immer entscheiden soll und der Staat möglichst erst am Ende ins Spiel kommt. Also die Verantwortung, die entscheidungsrelevante Ebene soll möglichst weit nach unten verlagert werden. Ja. Der Übergang zur Demokratie in Chile wäre eigentlich ein eigener Vortrag wert. Ich behandle das aber jetzt ganz, ganz kurz. Und bitte Sie einfach mal sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, dass es ein verhandelter Übergang war, ein elitengeleiteter Übergang war, der ganz wesentliche Elemente dieser Diktatur in das demokratische System mit übernommen hat.
Das ist eine Tragödie gewesen. Also so ein elitengeleiteter Übergang ist auch in anderen Ländern Lateinamerikas, hat ja so stattgefunden, auch in Brasilien beispielsweise. Aber in Chile hat die Opposition, und die Opposition war dann in dieser Verhandlungsphase zur Demokratie, das waren vor allem die Parteiführer der ehemals oppositionellen Parteien, also alle Schattierungen der Sozialdemokratie oder der Sozialisten, wenn man so will, und die Christdemokraten, dass die Parteiführer und ihre Intellektuellen, ja, das Übergangsszenario, das in der Verfassung festgelegt war, und ich habe zu Beginn erwähnt, dass diese Verfassung sozusagen das Regime auf Dauer stellen wollte, diese Übergangsregelungen akzeptiert hat. Das war der Kompromiss, den die neue politische Elite sozusagen geschlossen hat mit den alten Herrschaftseliten. Das ist schwierig zu bewerten aus der jetzigen Sicht. Es gibt da immer noch Diskussionen darüber in Chile zwischen Intellektuellen und Politikern, die sagen, eigentlich war dieser voreilige Gehorsam gegenüber den alten Herrschaftseliten zu viel. Man hätte mehr riskieren können, aber es gab sicherlich auch die Angst, dass das Militär wieder aus den Kasernen kommt und man wollte unter allen Umständen diesen sozusagen gesicherten Weg, den verfassungsgetreuen Weg in die neue Demokratie sicherstellen. Aber wie gesagt, das ist aus heutiger Sicht sehr schwer zu bewerten. Es gibt dann Intellektuelle, die sagen, die Angst, dass 1989-90 tatsächlich noch einmal ein Putsch stattfindet, wenn sich radikalere Elemente des Übergangs durchsetzen. Es war völlig unbegründet. Es war ein vorauseilender Gehorsam, der auch geprägt ist von einem intellektuellen Konformismus der Parteiintellektuellen, die sich, und das wäre wie gesagt auch noch einmal eine eigene Betrachtung wert, die sich im Zuge der 80er Jahre, im Zuge der wirtschaftlichen Erholung, im Zuge des Aufschwungs selbst stark an neoliberale Positionen angenähert haben. Und das ist ein interessantes Phänomen, dass sich die Wirtschaftswissenschaftler und auch andere sozusagen immer mehr Richtung Mainstream bewegt haben und ausschließlich sozusagen auf Verhandlungslösung mit dem Regime gesetzt haben und sich aber auch begonnen haben, im Denkuniversum des Neoliberalismus selbst zu bewegen. Genau, also es gab sozusagen eine sehr starke Bewegung auf der Straße, die für Demokratie gekämpft hat, nach der Schuldenkrise Anfang der 80er Jahre, nach dieser großen Verschuldungskrise. Aber in diesem Übergangsprozess sind die radikaleren Elemente dieser Basisbewegungen und Volksbewegungen, die für Demokratie auf die Straße gegangen sind, sukzessive overruled worden. Es ist zunehmend zu einer Angelegenheit der Parteispitzen geworden. Also verhandelt haben dann nur noch die Parteiführer mit den Vertretern des Regimes. Demokratischer Neoliberalismus, also das ist die Phase dann nach dem Übergang, nach den ersten demokratischen Wahlen. Ich werde jetzt umgekehrt vorgehen. Ich habe aufgehört mit der Experten, mit dieser Technifizierung der Politik unter dem Militärregime. Und es ist festzustellen, dass das auch für die demokratische Ära gilt. Also der Glaube, dass nur gut ausgebildete Experten Politik machen sollen und können, ist auch im demokratischen Chile weitgehend unhinterfragt geblieben. Also wenn Sie sich die Ausbildungskarrieren anschauen, wenn Sie sich anschauen, wer in den Ministerien sitzt, auch also in den Staatssekretariaten, dann sind das Leute, die meistens irgendein PhD von einer US Ivy League University haben, also sehr ähnliche Ausbildungskarrieren durchlaufen haben. Und gerade im ökonomischen Bereich werden Sie dort nur Leute aus dem Mainstream finden, die alle sehr ähnlich, wie gesagt, sehr ähnliche Ansichten vertreten. Was natürlich auch zu einer, ich sage das jetzt nur sozusagen als Fußnote, weil Sie auch richtigerweise nachgefragt haben, woher dieses No kommt, dass diese Technifizierung von Politik, also der Glaube, dass man irgendwelche runden Tische schafft, Verhandlungsrunden einrichtet und dort alle möglichen Experten hinsetzt, also das hat natürlich zu einer enormen Desillusionierung der Basisbewegungen geführt. Und man sieht auch, also gerade in den 90er Jahren, in der ersten Hälfte der 90er Jahren geht der politische Aktionismus zurück. Die Gewerkschaften, die 91, 92 einen Zulauf, die wieder zugelassenen Gewerkschaften einen Zulauf hatten, also die Mitgliederquote sinkt ab 94 rapide ab. Ja, also alles das eine Enttäuschung, auch dass diese neue Demokratie so wenig an Partizipation, an aktiver Mitgestaltung ermöglicht. Ich rede weiter und wir kommen dann darauf zurück noch einmal, okay? Sonst halte ich die Zeit nicht ein.
Zweiter wichtiger Punkt, Elemente neoliberaler Staatlichkeit. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn wir uns die heutigen Debatten anschauen. Schon in der Verfassung von 1980 war beispielsweise die Autonomie der Zentralbank festgelegt, ein Verbot der Staatsverschuldung und einige andere Maßnahmen, die uns aus dieser Debatte, die wir jetzt gerade führen, um Schuldenbremse bekannt vorkommen. Die neuen demokratischen Regierungen haben dieses Element neoliberaler Staatlichkeit noch verstärkt. Und zwar gerade auch in diesen Übergangsverhandlungen sehr viele Kompromisse an das alte Regime gemacht und zum Teil dann aber in ihren eigenen Regierungsperioden und ich muss dazu sagen, insbesondere unter sozialdemokratischer Ägide ab 2000 noch verstärkt. Also sie haben in der Verfassung beispielsweise ein Verbot, eine offizielle Begrenzung der Sozialausgaben. 1989 ist noch schnell verabschiedet worden, das Statut für die Zentralbank, selbstverständlich autonom, Chile war da übrigens Pionier, mit der Autonomie der Zentralbank, mit einem sehr genauen Statut, das sie auf Preisstabilität etc. verpflichtet. Sie haben beispielsweise ein Bildungsgesetz, das dekretiert, wie viele Ausgaben gemacht werden dürfen. Sie haben ein Verbot für den Staat, also gemeinsam mit privaten Unternehmen zu betreiben. Alles das steht in der Verfassung, ist im Verfassungsrang. Und die sozialdemokratische Regierung, um das auch noch anzuführen, hat 2000 eine Haushaltsbilanzregel beschlossen, nachdem der chilenische Staatshaushalt obligatorisch ein Plus von 1% aufweisen muss. Ja, auch das ist in den Verfassungsrang erhoben worden, ist dann kurzfristig in der Krise außer Kraft gesetzt worden. Also solche Regelungen haben sie in dieser Verfassung. Und wenn man jetzt den letzten Schritt, den ich erwähnt habe, nämlich die Marketization des Staates anschaut, dann sieht man auch hier, das ist der letzte Punkt, dass die demokratischen Regierungen an der Privatisierung sozialer Sicherung nichts geändert haben oder sehr wenig geändert haben. Wir haben immer noch in Chile diese dualen Systeme, dass sie ein öffentliches, unterfinanziertes System haben und private Institutionen im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen und auch bei der Rentenversicherung. Aber, und hier wurde versucht, sozusagen diese Privatisierung und Deregulierung im Interesse bestimmter Kräfte ein bisschen zurückzuholen, aber man sieht am chilenischen Beispiel, wie schwierig das ist, einmal deregulierte oder privatisierte Bereiche wieder zurückzuführen in eine Regulierung. Und darum gehen also gerade diese Kämpfe in Chile, und damit möchte ich auch schließen, weil Sie ja sicher mitbekommen haben, dass dort eine sehr aktive Jugend-Studierendenbewegung seit Jahren in Wirklichkeit, aber vor allem in diesem Jahr wieder massiv auf die Straßen gegangen ist und für eine Abschaffung des autoritären Bildungssystems kämpft oder Bildungsgesetzes kämpft, das eben aus der Diktatur stammt und das füge ich hinzu, erstmals das neoliberale System sozusagen als Ganzes in Frage stellt. Also diese Bewegung hat sich vom Bildungssektor ausgehend verbreitet, Gewerkschaften sind mit dabei und die zentrale Forderung dieser Bewegung ist eine neue Verfassung und ich halte das für symptomatisch. Also eine zentrale Forderung ist, dass es endlich eine verfassungsgebende Volksversammlung gibt, die diese Regelungsmechanismen, die dieses System in so starren Grenzen halten, endlich aufbricht. Dankeschön.